So Mitte 90er war ich schon wieder, ja, weiß ich, tot. Keine Ahnung. Vernichten! Tod und Vernichtung! Man keine Ahnung, schon. Nein, das hänge ich da auch noch fest. Ist richtig, noch? Boah. Ich hab Boah. Zack. Okay, dafür brauche ich jetzt auf jeden Fall keine Superattacke zu machen. Ich mag das, wie der Kopf auf dem Zelt guckt. Einfach so. So, soll ich nochmal ein Eis futtern? Eigentlich clever, ne? Oh, eine Goldkiste. Och, bitte. Ich bitte dich. So. Leider zu früh geblockt. Und dann auch leider zu früh mit dem Blocken aufgehört. Ja, die Orbs der Unverwundbarkeit, die hebe ich mir mal auf, weil die können echt nützlich sein. Einfach durchmähen. Einfach durchmähen. Nein, 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 nein. Kein Armbrust spacken. Ach, Chicken Food. Tatsächlich. Einfach nur kaputt machen. Heiliger Big Mom. Ich bin echt, echt tot. Jetzt, denke ich, habe ich einen guten Grund, was zu futtern. Das heißt, für das Hähnchen, für die Hähnchenfüßchen einfach nur, ja, Hähnchen kaputt machen. Alles cool. Plumps, aber der Dreck. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Achso, der auch noch gefiltert ist durch einen Spinnenarsch, ne? Aber nicht hier noch irgendwo? Warte mal. Wir haben doch noch mal so Green Exterminator-Aufgabe, oder? Entschuldigung, meine Nase juckte gerade. Unimportant things. Chicken Feeds, okay, Red Dirt, Bit of Demon. Queen of the Farmlands. The Green Queen south of Turtle Lake. Ja. Irgendwo habe ich hier vielleicht was übersehen. Okay, ich habe jetzt hier auch nicht so krass genau umgeguckt, aber irgendwo müsste es dann hier dieses lustige Steinchen geben, wo ich die Flöte ansetzen darf. Südlich des Turtle Lake. Müsste ja dann. Ach, da. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Wo ist sie? Da. Tatala. Oh, sogar Level 20. Alter. Essen wir erstmal, ne? Die hängt da leider noch im Boden fest, was eigentlich eine gute Sache ist. Finisher! Alter, das ist so krass, ne? Das ist so. Armor Piercing Crossbow. Oh! Noch eine neue? 782. Ich hab jetzt noch. Okay. ja. Die nehme ich gerne, weil die ist einfach mal doppelt. Mehr als doppelt so stark wie die ich jetzt habe. Ich brauche mein Level ab, also ohne Scheiß. Alter. Ja, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich schon ziemlich hart Richtung Endgame. Ich muss mal so überlegen. Wir haben alle Höhlen. Das war jetzt wahrscheinlich die letzte Hexe, die wir jetzt kaputt gemacht haben. Huh. Trotzdem kein Dreck. Wo gab ich denn nochmal Spinnen? Wem kann ich denn Dreck zum Essen geben? Habe ich mal Dreck gefunden? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. War hier immer noch ein Häuschen? Nee. Jo, ich will aber sagen, wir geben jetzt trotzdem erstmal so vielleicht ein paar Quests ab. Quests. So, erstmal zurück nach Plagmuggel. War die nicht auch noch ein paar Hühnchen? Wo gab es denn? Da gab es den ganzen Arsch. Achso, ja, okay. Auf jeden Fall gibt es die bei der Hexe, ne? Und hier gibt es auch ein paar. Siehst du mal. Schön. Ich hoffe, ich erreiche das Level ab. Das wäre sehr schön. 10 Stück. Vielleicht kriege ich das hier im Dörfchen sogar noch hin. Das wäre natürlich nice. Hi. Greetings again, Sandy. You know where the orphans are hiding. Don't you? I heard rumors that a few orphans were taken by some orcs. I wouldn't be surprised if some demons grabbed one as well. Your riddles confuse and bewilder me. Just keep looking. You're bound to find them sooner or later. Okay. Well, ich habe gedacht, vielleicht erzählt ihr jetzt was Neues.
Was kann ich denn... Ach so, natürlich die Waisenkinder finden. Klar. Ah! Greetings, Grim Exterminator. Here is the mating gland from the farmlands Queen Grim. Wow, you're getting good at this. Well, that's all of them. High five, my brother. Gern geschehen. Ah, wollte gerade sagen, die müsste eigentlich auch besser sein, weil auch das ist jetzt... Alter! Power to kill. 160 Gesundheit und eine Resistenz gegen alles. Ja. Nicht gut. So. Ah, nein, stopp. Halt, stopp. So, mal den hier machen. Und tschüss. So. Das haben wir jetzt ordentlich. Aber ist schon krass, ne? Gerade von den Hauptquests her. Im Grunde genommen hatten wir bisher nur zwei. Und zwar einmal für die Hexe, ja, ich sag mal, die paar Zutaten da finden. Und zum anderen, das zweite ist halt, die Waisenkinder zu finden, ne? Der Rest war halt irgendwie Nebenquest und keine Ahnung, was noch alles. So, einmal kurz zum Helm gehen. Schön, dass wir jetzt erstmal die Hühnchenfüße für ihn, für den haben, für die Steinsuppe. Hallo? Greetings, old man Ubrick. Ubrick, genau. I have killed the remaining turtles. Great! I'm really knocking these old quests off. Any more inspiring chronicles of courage? During my travels, I came across a secret so dangerous, so dark, it must never be repeated. I had to sell my sidekick just to find out the first three letters. Decades of searching at long last yielded the answer, which has eluded so many for so long. I know what the secret of Monkey Island is. That's okay. Not that interested. All right, suit yourself. Sehr, sehr schöne Anspielung, weil, ich glaube, also ich bin mir immer nicht sicher, aber ich glaube, es ist Ron Gilbert, der hier mitmacht, hat auch Monkey Island gemacht. A side quest would really hit the spot right about now. Excellent. This is embarrassing to admit, but I lost my hero license many years ago. I was returning from battle with a mighty ogre champion when I lost it. Would you go find it for me? I'm old. Ist okay. Ja, da müsste die eigentlich, vielleicht macht jetzt endlich mal das Ogre-Land da oben im Norden. Vielleicht macht das jetzt endlich mal Sinn. Aber ich überlege gerade immer noch mit den Spinnen, ey. Boah, wo haben wir denn Spinnen gesehen? Klar, die ganzen kleinen Spinnen, die waren, am Friedhof. Es gab aber noch... Oh, die unsichtbaren Spinnen, die gab es auf jeden Fall noch. Und irgendwo hatten wir auch mal eine große. Aber die große will ich jetzt erstmal ignorieren. Ich will auf jeden Fall heute mal Level-Up haben, ne? Ja, ich glaube, ein, also Armor, was halt ein Level ja über meinem ist, kann ich, glaube ich, tragen. Das müsste dann eigentlich auch passen. Ich habe hier bisher noch null Verwendung gehabt, ne? Schade. Ich dachte, die wäre hier. Okay, aber gut. Wir haben ja, wie gesagt, ein paar Glückskeks auf jeden Fall. Ist mir egal. Die ganzen Pommes und sowas schmeiße ich nachher sowieso alles weg. Ich hab, okay, ich hab Stiefel gefunden. Keine Absicht. Gut. Dann gehe ich aber eben noch mal kurz die Quest beim Zauberer ab. Sein Dämonenkram da, den er haben wollte. Mahlzeit! Greetings, Wizard of Magic. I've got some smoking hot demon pieces for you. Now I can create a creature to kill off the other creatures I created. Oh, isn't it wonderful to create life to solve problems? Ah, oh, der hat noch was. Greetings, Wizard of Magic. Oh dear. Creating a two-eyed Cyclops wasn't a very good idea after all. Stand aside, Wizard. I'll slay the mutant beast. Alter Vater. Wo ist das denn? Der zweieugige Zyklop. Ich meine, der ist groß, den müsste ich eigentlich sehen.
Da ist er doch! Das ist das größte Tier, was wir bisher besiegen wollen würden dann. Nee, wahrscheinlich, ne? Hallo. Der Bike-Klops. Alter, verdammt. Okay, er ist gewonnen. Entschuldigung. Ja, ne? Der Schaden bleibt aber beibehalten, ne? Ja, ist okay. Lass mich kurz was essen, okay? Bin gleich wieder soweit. Der hält auf jeden Fall viel aus. Dauert halt ein bisschen, aber ist auch nicht so schlimm. Ein Schlag im Rot. Arrk. Okay. Wie hieß denn nochmal das, der fette Stein bei Mario? Thwomp? Thwomp? Irgendwie sowas in der Richtung, ne? So. Kackfresser! Irgendwie trifft bei mir nichts. Ich könnte eigentlich so weitermachen, das ist gar kein Problem. Boah, ich gehe das mir auf den Sack. Ja, wolltest du mich direkt vielleicht mal so schlagen, bevor ich die Möglichkeit habe, abzuhauen? Ja, es ist vollkommen in Ordnung, dass der Kampf natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, ne? Ich bin ja froh, dass er nur Level 18 ist und nicht Level 20. Das ist eigentlich interessant, weil der muss mich eh so oder so nur einmal treffen. Das Problem ist einfach, der ist so fett. Und das heißt, bis ich den mal treffe, das ist eh schon eine Glückssache, ob ich ihn treffe oder nicht. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist halt, der ist halt langsam, ne? Mein Gott! Geh einfach. Sterben. Wir sind ja gut dabei schon. Alter! Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber diese komischen Schläge, die eigentlich dann immer... Also die komischen Schläge, bei denen ich jetzt nicht irgendwie auf den Zug gehe. Die gehen eigentlich immer ins Leere. Und das ist halt das Nervige gewesen. So, und jetzt wurde er aufgespießt von einem Toilettenhäuschen. Was für ein epischer Tod. Habe ich mein Geld zusammen jetzt wieder? Hallo? Ach Gott! Ja, weil der letztes Mal auch einfach so kurze Ärmchen hat, ne? Das war echt anstrengend. Greetings, Wizard of Magic. I have killed the Biclops, mighty wizard. Was ist das? Incredible. You've done it. Now to design the ultimate creature to clean this mess up. Was für eine Kreatur möchte ich denn jetzt erschaffen? Also der Kampf war okay, aber halt das Treffen, das war so nervig, ne? Weil gerade mit meinem Hammer habe ich echt nicht schlecht getroffen. So, hast du noch was? Greetings, Wizard of Magic. What is your connection to these creatures? No, why talk about past mistakes? What's important is going forward to a better future with better monsters. Wie du meinst. Goodbye. So, wie sieht's eigentlich auf der Waisenkindfront aus? Wie viel habe ich denn schon? Den habe ich doch schon, oder? Okay, 5 habe ich schon. Das ist nur noch Annie. Die kenne ich, glaube ich, alle noch nicht. Okay. Egal. Ja. Jetzt habe ich gerade... Achso, da ist das Häuschen. Ich habe es gerade gesucht. So, ich fliege jetzt einmal kurz... Ja, doch, hier hin. Ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt zum Synchronisieren. Und ja, sehen wir uns dann gleich hier wieder an der Stelle. Also, bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Ich hoffe, jetzt wieder alles im Synchronbereich.
Gut. Einmal die Quest abgeben, was die Hühnerfüßchen betrifft. Und ja, dann dürften auch Sidequest-technisch nicht mehr so viel übrig sein. So, hier habe ich erstmal deine Füßchen. Greetings, filthy person. Here are your chicken feet. Bon appetit. Oh, these are magnificent poultry appendages. Thank you, Deathspank. You are very effective at bringing us what we need for our stone soup. You know, we used to eat turtle caviar. I guess I could go get you some turtle caviar. Very good. Chop, chop. Ja, und das ist ja wie Inventory Full. Ach so, weil ich so viel Kram hier auch bekommen habe. Schulos? Wie viel habe ich denn da? Okay, 150.